Also hier stehen wir jetzt vor der Skulptur Der Butt im Griff von Günter Grass. Die ist zurückzuführen auf sein literarisches Werk Der Butt und wurde auch von ihm gestiftet. Die gerade gezeigte Skulptur steht im Innenhof der Paulinerkirche, die ihr hier auch im Hintergrund seht. Das Besondere an der Paulinerkirche ist, dass sie keine Kirchtürme hat. Das liegt daran, dass sie immer Teil des Klosterordens war und deswegen, das ist ein Bettelorden gewesen und deswegen keine Kirchtürme. Nachdem die Klosterzeit geendet hat, wurde sie zum Teil der Sub, die ihr auch ja schon kennenlernen werdet auf der Campusführung. Und dadurch, dass die immer weiter ausgebaut wurde, nahm sie am Ende das komplette Gebäude ein. Also gar keine Klosterräumlichkeiten mehr, die zur Verfügung gestanden haben.